Ich würde gerne diese drei verschiedenen Feedback-Formen jetzt hinsichtlich Ihrer Kernidee, der Chancen, Umsetzungsbeispiele und Stolpersteine vorstellen, damit Sie eine Idee bekommen, dass hier jeweils unterschiedliche Chancen in diesen Methoden versteckt sind. Dozentenfeedback, Sie wissen es alles, was ist die Kernidee? Es gibt eine Rückmeldung von Lehrenden an Studierende auf Lernprozesse oder Lernergebnisse. Dabei können unterschiedliche Funktionen im Mittelpunkt stehen. Häufig leider eher dieses bewertende Moment, dieses die Note erklärende Moment, das wäre dann summatives Feedback, oder eben das formative Moment tatsächlich lernförderlich sein wollen. Auch unter der Perspektive von nachhaltigem Feedback liegen große Chancen, Dozentenfeedback einzusetzen. Konkret darin, dass Studierende aus einer bewährter Sicht erfahren, was sozusagen gut und was schlecht ist. Dozentenfeedback kann insofern hilfreich sein, ein Qualitätsbewusstsein zu entwickeln. Weil wenn ich jetzt nur auf Peer-Feedback und Selbstfeedback setzen würde, wo soll dann die Information herkommen, was jetzt irgendwie Qualität in meinem Fachbereich ist? Es geht ja auch um das Hineinwachsen in eine Community of Practice, in einen Fachbereich, Sozialisation einfach auch mit den Inhalten meines Fachs, was ich studiere. Und da ist Dozentenfeedback wichtig, weil es Orientierung bietet. Außerdem wird durch Dozentenfeedback implizites Wissen vermittelt über zum Beispiel Bewertungsprozesse oder wie man jetzt bestimmte Arbeiten angeht. Und es hilft, wenn wir diese Form auch mit integrieren in Feedbackprozesse, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Beispiele sind hier ein schriftliches, individuelles Feedback auf einen Hausarbeitenentwurf, zum Beispiel mit einem Feedbackbogen, also so einem Feedback-Formblatt mehr oder weniger, was ich nutze, um hier meine Rückmeldung zu geben. Außerdem könnte man auch ein generisches Feedback verwenden. Das wäre jetzt ein Feedback, was man an die Großgruppe richtet, indem man anhand von authentischen Beispielen transparent macht, was jetzt gut, was jetzt hohe Qualität ist und was jetzt nicht so hohe Qualität ist. Diese Arbeit anhand von Beispielen empfiehlt sich immer dann, wenn ich halt wirklich viele Studierende habe und individuelles Feedback nicht möglich ist, aber auch dann, wenn es darum geht, wirklich relativ zu Beginn einer Veranstaltung, noch bevor eigene Leistungen Studierender entstanden sind, schon ein bisschen den Blick zu schulen, was sind überhaupt Anforderungen, die hier gestellt werden in der Veranstaltung, was zeichnet Qualität im Verständnis der Lehrperson aus. Stolpersteine sind hier, was wir eigentlich schon gehört haben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ein Dozentenfeedback verstanden wird. Und deswegen sollten wir immer, wenn wir Dozentenfeedback machen, eine dialogische Maßnahme anschließen. Eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel ein sogenanntes Feedback auf das Feedback als Methode, dass man nach einem schriftlichen Feedback zum Beispiel an Studierende diese bittet, auszufüllen, ein Deckblatt zum Beispiel auszufüllen, was nehme ich aus diesem Feedback mit, was waren die wichtigsten Punkte. Auf ähnliche Art und Weise könnten die Studierenden aufgefordert werden, einen Actionplan zu verfassen, indem sie wirklich für sich ausschreiben, was jetzt konkrete Handlungsschritte sind, die sie nach diesem Feedback jetzt gehen möchten. Ja, für Sie als Anschauungsmaterial ein Beispiel aus meiner privaten Sammlung sozusagen, ein Ausschnitt aus einem Dokument mit so einem Feedback-Formular, wo Kriterien genannt sind, wo dann nochmal individuelles Feedback gegeben wird. Und ebenfalls als Beispiel hier so eine Vorlage für einen Action-Plan, für einen Aktionsplan, wo Studierende notieren, was für sie die wichtigsten Punkte des Feedbacks sind, Rückfragen formulieren, ihre eigene Leistung vielleicht einschätzen und Handlungsschritte formulieren. Kommen wir zum Peer-Feedback. Die Kernidee von Peer-Feedback ist, dass Peers, also die Studierenden, sich gegenseitige Rückmeldung geben auf Lernprozesse und Lernergebnisse. Idealerweise sollte dann auch ein selbst geschaffenes studentisches Produkt Gegenstand der Rückmeldung sein, also zum Beispiel ein Hausarbeitenentwurf oder eine Skizze für ein Referat oder ähnliches. Die Chancen beim Peer-Feedback liegen auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Als Feedback-Empfänger bekomme ich natürlich nochmal eine andere Form der Rückmeldung, als ich sie vielleicht vom Dozenten bekommen würde. Vielleicht auch verständlicher, näher an meiner Alltagssprache dran, an meiner Sprachwelt dran. Aber die größere Chance wird hier eigentlich gesehen, wenn Studierende in der Rolle der Feedbackgeber stecken. Denn dadurch, dass sie selber zum Beispiel Bewertungskriterien auf andere Arbeiten anwenden
und versuchen, diese zu beurteilen, hier hilfreiche Rückmeldung geben. Lernen Sie Qualitätsmaßstäbe und Bewertungskriterien besser kennen, als wenn ich Ihnen das nur als Lehrender erzähle, was jetzt Kriterien sind. Sie internalisieren das tatsächlich und können auf Basis dessen dann auch Ihre eigenen Lernergebnisse und die Rückmeldung anderer besser einschätzen und damit weiterarbeiten. Möglichkeiten für Peer-Feedback sind hier zum Beispiel, wie schon genannt, Feedback auf Hausarbeiten, Entwürfe, zum Beispiel unter Rückgriff auf ein Kriterienraster oder dass ich Feedback auf Referate integriere in meine Veranstaltung, aber dann bitte nicht einfach in die Runde fragen und sagen, jetzt geben Sie bitte mal Feedback, sondern vielleicht mit einer etwas differenzierteren Methode, indem ich zum Beispiel Rollen verteile im Vorfeld des Referates und sage, ihr fünf seid jetzt Feedbackgeber heute und du bitte aus der Perspektive des Lobenden, du bist der Kritiker, du bist der Fragensteller etc. Durch solche Methoden, durch solche Ansätze kann es einfach auch geübt werden, Feedback zu geben, Feedback auch mündlich zu geben und eine Feedback-Kultur auch einfach langfristig zu entwickeln. Typische Stolpersteine beim Thema Feedback, beim Thema Peer-Feedback sind, dass Peers sich nicht gegenseitig bewerten möchten. Und wenn sie das partout nicht möchten, dann kann man sie auch nicht dazu zwingen. Also ich hatte auch schon Veranstaltungen, wo es dann einfach nicht ging, weil sich alle dagegen gesperrt haben. Das zeigt mir, dass dann die Feedback-Kultur einfach noch nicht weit genug entwickelt ist, dass es tatsächlich Sinn macht. Hier wäre eben die Alternative, dass man zumindest solche Prozesse des Feedbackgebens anhand von authentischen Beispielen einübt, anhand einer alten Hausarbeit zum Beispiel, die man verwenden darf für diesen Zweck. Weil es geht ja auch um diesen Prozess, tatsächlich das zu üben, Feedback zu geben, was den großen Mehrwert ausmacht. Ein weiteres Problem ist, dass die Qualität des Feedbacks vielleicht zu schlecht sein könnte. Also dass das, was als Rückmeldung da kommt von Studierende an Studierende, so weit weg ist von dem, was ich jetzt als Lehrperson als angemessene Rückmeldung einschätzen würde, dass es vielleicht einfach aus meiner Sicht auch nicht so viel Sinn macht. Hier ist es wichtig, dass Studierende durch Feedback-Regeln und Dokumentenvorlagen und vielleicht auch vorherige Übungsaufgaben entsprechend schon darauf vorbereitet werden, diese Aufgabe mit gewisser Ernsthaftigkeit und eben auch schon mit so ein bisschen Basiswissen über Kriterien und Qualitätsstandards umzusetzen. Also kein Prozess, der von jetzt auf gleich sofort gelingen kann. Ja, und was ist jetzt dieses Selbstfeedback? Die Kernidee steckt ja schon im Begriff, dass die Lernenden sich sozusagen selber Feedback geben. Eine Version davon ist ein Self-Assessment im engeren Sinne. Also, dass es wirklich darum geht, die eigene Leistung zu bewerten, sich einzuschätzen, was für eine Note habe ich jetzt zum Beispiel auf diese Hausarbeit verdient, inwiefern habe ich diese einzelnen Kriterien, die mir hier an die Hand gegeben werden, mit meiner Hausarbeit erfüllt. Eine andere Form, Selbstfeedback zu unterstützen, ist, dass ich punktuell oder auch über eine Veranstaltung hinweg oder längerfristig die Reflexion Studierender unterstütze. Hier geht es dann also nicht mehr unbedingt nur um die Qualität von Lernergebnissen, sondern auch um eine Reflexion darüber, was sind meine Ziele, wie lerne ich, wie kann ich meinen Lernprozess vielleicht steuern und weiter verbessern. Ja, die Chancen von Selbstfeedback liegen darin, dass ich langfristig damit meine Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen entwickeln kann. Eben dieses schon genannte, sich selber Ziele setzen, überwachen, die eigene Leistung einschätzen können. Als Voraussetzung dafür, dass ich das auch nach Abschluss der Universität tun kann. Außerdem gilt so eine gewisse Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstregulation als wichtige Voraussetzung dafür, dass ich auch externes Feedback entsprechend nutzen kann, dass ich es verstehen und nutzen kann. Möglichkeiten für so ein Selbstfeedback sind zum Beispiel, dass ich mit der Abgabe einer Hausarbeit auch eine Selbsteinschätzung der Studierenden verlange. Das könnte zum Beispiel in Form eines interaktiven Deckblatts geschehen, was ich Ihnen gleich noch zeigen möchte. Außerdem könnten Studierende aufgefordert werden, ein Lerntagebuch zu führen oder ein E-Portfolio vielleicht anzulegen. Stolpersteine, gerade bei der Reflexion, bei der Förderung von Reflexion, ist erfahrungsgemäß, dass ein Reflektier mal über deinen Lernprozess in der Regel nicht ausreicht, um Reflexion anzustoßen. Das heißt, hier braucht es wirklich Aufgaben, Reflexionsaufgaben, bewusst geschaffene Anlässe für Reflexion, Leitfragen, irgendeine Form von Unterstützung.
Außerdem ist Selbstfeedback alleine für sich doch eine ziemlich einsame Sache. Das heißt, wenn ich das einplane in meiner Veranstaltung, ist es immer wichtig, darüber auch Dialogmöglichkeiten zu schaffen oder eben das Ganze in Kombination mit anderen Feedback-Methoden einzusetzen. Indem ich zum Beispiel sage, mit der Selbsteinschätzung, die ich einreiche mit der Hausarbeit oder auf diese Selbsteinschätzung gibt es dann nochmal die Rückmeldung des Lehrenden, dass ich eine gewisse Form von Spiegelung habe und nicht alleine bin mit meiner Selbsteinschätzung. Ja, und so könnte eben so ein interaktives Deckblatt aussehen, was ich mit meiner Hausarbeit einreiche. Ich gebe hier vielleicht eine verbale Selbsteinschätzung ab, eine schriftliche Selbsteinschätzung ab. Mit folgenden Abschnitten bin ich zufrieden. Hier hatte ich Schwierigkeiten. Und zu diesen 1, 2, 3 Fragen hätte ich gerne eine Rückmeldung. Ich könnte auch sagen, dass die Bewertungskriterien vielleicht auf diesem interaktiven Deckblatt auftauchen und ich hier noch ein Self-Assessment vornehme und einschätze, wie gut ich das jeweilige Kriterium erfüllt habe.